Inmitten der Allgäuer Alpen liegt das Kleinwalsertal. Obwohl die einzige Straßenverbindung in das Tal über Oberstdorf führt, gehört das Walsertal nicht zum Allgäu. Es ist Teil von Vorarlberg und gehört somit zu Österreich. Im Tal liegt die Gemeinde Mittelberg mit ihren drei Ortsteilen Hirscheck, Mittelberg und Rietzlern. Hier verbinden sich Tradition und Moderne. Nicht nur im Ortskern von Rietzlern, sondern auch unter den Einheimischen. Dass traditionell nicht gleich alt bedeutet, zeigt die Alphorn-Gruppe der Trachtenkapelle Rietzlern. Die drei spielen schon seit einigen Jahren. Eigentlich ist noch ein vierter dabei. Josef Ritsch, Leiter der Alphorn-Gruppe, spielt schon seit 15 Jahren Alphorn. Entstanden ist eigentlich durch unseren Musiklehrer, den wir damals gehabt haben, und unseren Dirigent in der Jugendkapelle. Ich habe natürlich mit Trompete angefangen zum Lernen, war dann eben mit der Trompete in der Jugendkapelle. Und mein Musiklehrer ist dann auf mich zugekommen und hat eben gefragt, ob ich nicht auch mal Alphorn probieren will. Er hätte nochmal ein paar, die das wollen, und man könnte da so eine kleine Gruppe bilden. Die Trachtenkapelle Rietzlern hatte schon lange eine Alphorn-Gruppe. Josef, Fabian und Manuel sind nun quasi der Nachwuchs. Für eine Alphorn-Gruppe sind die drei ungewöhnlich jung. Bei den meisten Festivals, wo Gruppen da sind, sind es wirklich dann schon ältere Semester. Es ist echt schade. Also, was mich im Gegenzug freut, ist, dass es bei uns mit dem Nachwuchs eher wenig Probleme gibt. Also es sind wirklich viele Musikbegeisterte, die sagen, sie wollen das einfach mal probieren, wollen es dann vielleicht auch weiterspielen. Und mit den Stücken, die es mittlerweile gibt fürs Alphorn, kann man auch modernere, schnellere Sachen spielen, wo halt dann die Motivation auch geweckt wird. Ja, es ist einfach was Besonderes. Das kann nicht jeder spielen, es mag auch nicht jeder spielen, und es ist einfach was komplett anderes zur normalen Blasmusik, finde ich. Es ist einfach ruhiger, schöner, idyllisch. Zu der Berge passt natürlich auch super. Ja, also das Zusammenspiel in der Alphorn-Gruppe ist immer gut. Und man ergänzt sich, und es sind meistens drei oder vier Stimmen. Und das Zusammenspiel macht einfach Spaß. Beim Alphorn-Spielen tragen Josef, Fabian und Manuel die Tracht der Trachtenkapelle Rietzlern, die sogenannte Walsertracht. Der Name der Tracht und auch der Name des kleinen Walsertals kommt von den Schweizer Walsern, die im 13. Jahrhundert in das Tal zogen. Also das, was ich jetzt anhabe und was bei uns auch der ganze Verein anhat, ist die Walser Burbertracht, alle männlichen Mitglieder natürlich. die darf wirklich ein Walser Burb so lange anhaben, bis er heiratet, also solange er ledig ist, hat er die an. Danach wird einfach das Lieble wird austauscht gegen eine rote Stoffweste und einen schwarzen Gehrock. Die Hosenträger sind meistens ganz individuell und von Hand bestickt. Josef, Fabian und Manuel wohnen schon immer im Kleinwalsertal. Das österreichische Tal mit seiner ganz besonderen Lage bedeutet für sie Heimat. Also ich bin wirklich hier aufgewachsen, bin auch hier in die Musikschule gegangen, und da ich in Rietzlern wohne, war Trachtenkapelle Rietzlern natürlich naheliegend, dass man als Musikverein wählt. Mir gefällt es hier. Also die Gäste haben uns eigentlich zu beneiden, weil wir das ganze Jahr da sein dürfen, und ich bin einfach hier glücklich. Das Kleinwalsertal ist eine vom Tourismus geprägte Region, doch je höher die Lage, umso ursprünglicher und einsamer wird die Landschaft. Alpen gibt es dort oben einige. Für Steffi ist es der 6. Alpsommer auf der inneren Stierhofalpe. Sie war früher schon mit auf der Alpe ihrer Eltern. Irgendwann wollte sie dann aber etwas Eigenes. Die Stierhofalpe gehört zum Teil ihrem Vater. So hat sich es dann ergeben, dass Steffi mit 21 ihren ersten Sommer auf der inneren Stierhofalpe verbrachte. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht viel dabei gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht war es, weil da nur mit 21 nicht so drüber nach... Oder halt, ich wollte es einfach machen und habe da nicht drüber nachgedacht, was da alles auf mich zukommt. Und ja, die ersten zwei Sommer waren dann schon lehrreich. Also da habe ich schon viel einstecken, wegstecken müssen.
Und genau, aber jetzt mittlerweile haben wir, glaube ich, alles ziemlich gut im Griff. Und ja, es ist schon mehr Arbeit, sage ich jetzt, wie ich daheim gehabt habe. Hat auch alles, haben alles meine Eltern organisiert, da habe ich die 20 Kühe melken müssen. Und das war alles nicht so dramatisch. Und hier oben sind es halt doch 100 Stück Vieh. Und nicht von uns, sondern von anderen Bauern. Wir haben auch die Verantwortung den ganzen Sommer über das Vieh. Und ja, wie gesagt, die ersten 2 Jahre habe ich da dann alles learning by doing. Und genau, ja. Und jetzt klappt es, glaube ich, ganz gut. Unterstützung bekommt Steffi von ihrem Freund Julian. Den ersten Sommer war sie noch allein mit einem Hirten auf der Alpe. Dann hat sie Julian kennengelernt. Seitdem verbringen die beiden jeden Sommer gemeinsam auf der inneren Stierhofalpe. Neben den 100 Rindern kümmern sie sich noch um 5 Milchkühe, einige Ziegen und Pferde. Die Arbeit teilen die zwei untereinander auf. Ich melke morgen meistens die Kühe und dann gehe ich zum Vieh und ziehe. Ich muss da halt alles vorbereiten und Melkgeschirr waschen. Und ja, meistens ist es dann eh schon fast Mittag, bis ich wieder komme. Und dann haben wir da im Kiosk ein bisschen Arbeit. Und ja, am Nachmittag, wenn es sich ausgeht, muss ich Zäune machen oder im Herbst halt ablegen oder Bäume fällen oder Unkraut ein bisschen mähen oder solche Sachen. Und sie hat eigentlich da den ganzen Tag Arbeit. Und am Abend fängt das Spiel wieder von vorne an, wieder Kühe melken und nochmal zum Vieh gehen, ob alles passt, ob alle stehen, ob alle gesund sind. Ja, und dann am Abend ist ein Feierabend. Es ist doch recht ungewöhnlich, als junge Frau zunächst allein auf eine Alpe zu gehen. Weil Steffi das Leben auf der Alpe aber schon von ihren Eltern kannte, war es für sie keine große Umstellung, allein mitten in den Bergen zu leben. Julian und Steffi fehlt es dort oben an nichts. Im Frühling geht man gern hoch und im Herbst geht man auch wieder gern runter. Und es ist auch mal schön, wenn man weg ist. Und es ist ja nicht so, dass untertags nichts los ist und am Abend ist man froh, wenn man seine Ruhe hat. Ja, es war auch am Anfang so, die ersten 2 Jahre haben wir noch eine alte Bahn gehabt, also nur eine Materialbahn, wo wir nicht selber hochfahren haben können. Und genau, da hat man sich dann schon zweimal überlegt, ob man jetzt schnell runtergeht, wenn man was braucht hat. Aber jetzt ist es natürlich angenehm mit der Bahn, da kann man uns rein und dann geht man auch mal zweimal in der Woche runter was holen, wenn man jetzt merkt, man braucht irgendwas. Ja, aber fehlen tut einem eigentlich, nein. Wenn man es nicht anders gewohnt ist, dann ist es halt so. Und Fernsehen oder so braucht man auch nicht, am Abend ist man eh müde, kann man ins Bett gehen und die Freunde, wo einen sehen wollen, die kommen halt hoch und ja, sonst geht einem eigentlich nichts ab. Und man freut sich dann im Herbst umso mehr wieder auf das oder schätzt dann viel mehr wieder, wenn man unten ist. Genau. Im Winter arbeitet Steffi in der Gastronomie. Gleich nach dem Schulabschluss ging sie auf die Hotelfachschule. Den Umgang mit den Gästen hat sie auch auf der Alpe. Hier bieten die beiden eine einfache Brotzeit an. Der Käse kommt aus der Sennerei von Steffis Eltern. Schinken und Speck macht Julian selbst. Er ist gelernter Metzger. Ein Leben ohne den Sommer auf der Alpe können sich Steffi und Julian nicht mehr vorstellen. Ja, alles ist besonders. Es ist jeden Tag, macht man was anderes. Man ist nicht bei den Tieren, man kann beim Vieh sein. Man ist immer draußen, weiß auch nicht. Man ist in der Berge, ist einfach schön. Ja, man muss es halt gern machen und dann schätzt man es, glaube ich, auch. Und ja, ich kann es mir jetzt im Moment nicht anders vorstellen, wie hier oben zum sein. Ich wüsste nicht, was ich unten machen sollte. Ja, man kann sich selber, also wir können uns selber einen Tag einteilen. Eben, wir können also ich habe ja Hotelfachschule gemacht, ich kann hier das mit den Leuten machen, ich kann zum Vieh gehen. Ja, ist einfach alles. Und es ist natürlich auch ein schöner Platz, finde ich jetzt. Für uns ist das ein schöner Platz hier. Es wird jeder sagen, da wo er ist, ist es schön, aber für uns ist es hier halt wunderschön und ja. Steffi kommt eigentlich aus dem Bregenzer Wald, genau wie Julian auch. Das Kleinwalsertal ist für sie zur Heimat geworden. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo zu sein, wo keine Berge sind. Ja, es ist immer was los im Wals, halt im Walsertal, sage ich jetzt mal. Halt, es gibt im Herbst und im Frühling, wenn neben ist, ist nichts los und sonst ist natürlich immer was los. Das muss man halt auch mögen, wenn immer läuft. Aber ich finde es toll, wenn was los ist und wenn man, ja, das ist, ja.
Es ist so auch schön, die Natur. Es gibt die verschiedenen Täler zum Reinlaufen. Im Winter zum Skifahren ist es super. Also, ja, also ich bin gern hier. Hallo liebe Freunde von Lou kocht. Wir machen heute einen Allgäuer Würstsalat, natürlich rein pflanzlich. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Und ihr könnt von der traditionellen Hüttenbrotzeit zu einer ganz modernen Interpretation eines Allgäuer Klassikers, dem Allgäuer Würstsalat. Hier in der Küche von Lukas Patscheider haben Wurst, Milchprodukte, Eier und Co. nichts verloren. Lukas kocht rein vegan. Seine Rezepte teilt er online auf seiner Plattform Lou kocht. Die Ideen dazu kommen meistens von seiner Frau Tamara. Lou kocht hat begonnen, ich glaube 2016, gell, wir wissen es immer nicht ganz genau, oder ich weiß es immer nicht ganz genau. Die Passion hat schon vorher angefangen zu brodeln, in mir vor allem, als unsere große Tochter geboren ist. Habe ich angefangen, mich wahnsinnig für gesunde Lebensweisen zu interessieren und war schon immer vegetarisch. Und als die Kleine dann auf die Welt gekommen ist, sind wir aus gesundheitlichen Gründen ihrerseits dann zu Veganern geworden. Und daraus ist dann auch unser Blog und bei YouTube und vielen anderen Plattformen Lou kocht Family entstanden. Genau, und da zeigt man Menschen, wie man einfach rein pflanzliche Gerichte zubereiten kann. Vor allem auf Facebook haben wir angefangen und haben viele Rezepte mittlerweile schon kreiert. Und das kann man halt alles auf unseren Social-Media-Plattformen sehen. Dafür stehen Lukas und Tamara regelmäßig gemeinsam in der Küche und produzieren Kochvideos. Lukas ist dabei immer vor der Kamera, Tamara meist dahinter. Oft interpretieren sie dann auch klassische Fleischgerichte, wie den veganen Wurstsalat mit Räuchertofu. Ich versuche halt, weil ich weiß, wie die tierischen Produkte geschmeckt haben früher, weil ich sie früher auch gegessen habe, kann ich das sehr gut nachempfinden und auch nachbauen im Endeffekt, dass es genauso schmeckt. Also, dass man ein tolles Geschmackserlebnis hat und auf nichts verzichten muss und ja, der Umwelt was Gutes tut dazu noch. Früher haben sich die beiden auf ihren Social-Media-Plattformen nur mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt. Mittlerweile behandeln sie aber auch andere Themen. Der Name Lou kocht hat sich so mit der Zeit weiterentwickelt. Als wir sind eben 2016 im Auto gesessen und haben überlegt, was können wir gemeinsam machen. Und sie kann extrem gut filmen und Fotos machen. Ich kann gut kochen, das ist meine Passion. Und ich spreche auch gern vor Menschen und produziere gern Videos. Und da haben wir gesagt, ja okay, dann starten wir Lou kocht, aber wie sollen wir es nennen? Und mein Name ist Lukas und Lou ist mein Spitzname, kommt aus der Kindheit noch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nennen wir das erstmal Lou kocht. Und am Anfang hieß es auch nur Lou kocht, weil Lou kocht dann irgendetwas. Und mittlerweile ist es so, dass durch diese Themen, die wir auch bearbeiten, wie Familie und nachhaltiges Leben in der Familie, ist dieses Family noch dazugekommen. Und deswegen heißt es Lou kocht mit der Family. Ja, und ich habe dann auch schnell angefangen, Themen aufzugreifen wie Nachhaltigkeit und auch so ein bisschen nicht Erziehung, sondern Kinderbegleitung. Und das hat dann einfach ganz gut gepasst, dass wir beide dann in diesem Lou kocht mit Family eine Plattform haben, wo wir viele Themen aufgreifen können. Mit ihrer Online-Plattform möchten die beiden mehr Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil inspirieren. Lukas lebt noch nicht lang in Österreich. Für seine Lehre kam er zuerst von Ulm nach Ofterschwang. Später zog es ihn dann ins Kleinwalsertal. Seit 10 Jahren lebt er nun hier. Das Schöne ist, dass wir im Kleinwalsertal auf österreichischem Hoheitsgebiet sind, trotzdem deutsches Wirtschaftsgebiet sind und wir von beiden profitieren. Also wir fahren halt oft auch raus ins Allgäu zum Einkaufen, verbringen da unsere Freizeit, aber andersrum genauso. Also ich glaube, dass sich beides auch sehr gut bereichert und ergänzt und dieses, ich bin Europäer und bin in ganz Europa, auf der ganzen Welt zu Hause und ich finde schön, dass es da so gut funktioniert, die Allgäuer und die Walser, dass sie sich so gut verstehen und auch zusammenhalten, das ist schön.